machen wir vorher ab. Nein. Nee, nee, das ist fest. Das ist fest. Auch wie bei meinem. Der tanzt unten auch erstmal rum. Du kannst von hier ruhig starten, brauchst ja gar nicht rüber. Aber kannst auch ein bisschen laufen. Aha. Der kommt nicht runter, siehst du. Ist er hier auch? Siehst du? Man erzählt so viel hier. Ja, der kommt nicht runter. Nee, schön, dass du es eben gesagt hast. Ich hätte es gar nicht mitgekriegt. Ich habe ihn immer noch da hinten gesehen. Na, ich glaube, jetzt muss er nochmal neu Anlauf nehmen. Ja, ich bin gespannt, was er gleich sagt. Also wie gesagt, normalerweise, deswegen habe ich mich auch angezogen, aber auch so ist jetzt schön, wenn ich hier stehe. Ne? Also das muss ich auch sagen. Wie das jetzt fliegt, das Ding hier, da kannst du richtig meckern. Ne? Oh, der kommt bloß nicht runter, das ist das Problem. Ne? Und hier, mit der Höhe ist, sobald er in die Kurve geht und Schwung holt, steigt er gleich wieder ab. Aber das übt er jetzt auch ordentlich. Ne? Also gerade das, was er macht. Und ich gebe meistens dann beim dritten Anlauf auf oder so und dann fliege ich hinten weiter hin. Ja, er hätte auch ein bisschen weiter oben in die Ecke fliegen müssen. Da ist er fast unten. Und jetzt mal gespannt. Nee, wieder nicht. Vielleicht sollten wir noch einen Meter probieren, was sie da nicht machen. Doch, glaube ich schon. Ja, doch. Ich meine, das erste Mal habe ich auch gedacht, naja, wahrscheinlich gar nicht.
da wollte das wahrscheinlich nur für die Aufnahmen. Ja, schön, dass er jetzt einen längeren Flug auch mal hat, wo er testen kann. Ne? Ja, ich bin gespannt, was er nachher sagt. Jetzt konnte er ja wenigstens mal ein bisschen testen. Vorhin war das ja nur ein Krampf. Jetzt bist du voll durchs Bild durchgelaufen. Jetzt kommt er da hinten schon so tief hier, siehst du? Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, jetzt kommt er aber langsam raus. Und hier, er gleitet immer noch fast mit Nullschieber hier lang, ne? Ja. Ja, ach so, er geht extra jetzt nach vorne, genau, damit er hierher kommt. Aber guck, hier geht's wieder hoch. Ja, jetzt abbeißen. Wird schon voll gezogen. Wollte testen, jetzt wann abreißt. Timo kommt nicht runter. Ja, ja, ja. Sebastian hat auch lange probiert und mehrere Anläufe gemacht. Ja, du kannst wirklich, du musst schon ganz langsam fliegen, aber eben auch sehen, gerade an der, in dem Bereich, wo er jetzt ist, da sind einige schon mal geklappt. Genau, richtig. Ja, ja. Also da hinten, da lasse ich ihn auch, das ziehe ich nicht so weit runter, außer ich bin ganz dicht am Boden. Ne? Runterkommen, aber doch, er kommt. Aber jetzt geht's rückwärts.